Wir sind heute hier zusammengekommen, um für das Abschalten und für das, die Umkehr auf die erneuerbaren Energien zu demonstrieren. Und wir gedenken heute in dieser Andacht, die ich mit Ihnen, mit euch gestalten will, der Opfer von Fukushima und der Opfer von Tschernobyl vor allen Dingen. An einem Ostermontag, an einem strahlenden Ostermontag mit wunderbarstem Wetter, gedenken wir zweier Unglücke, die auch ausgestrahlt haben. Und wir denken einer Todeserfahrung, die anders ausgestrahlt hat. Wir gedenken Tschernobyl und Fukushima als Botschafter der Selbstüberhebung des Menschen. Und wir denken am Ostermontag, an Ostern, an das Fest der Auferstehung, Ostern als Sieg des Lebens über den Tod. Die orthodoxen Christen rufen sich an Ostern zu: Der Herr ist auferstanden. Und sie antworten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist schwer zu sagen nach den Ereignissen der letzten 4 Wochen, aber wir können es weiter an Ostern sagen: Der Herr ist auferstanden. Ich lade Sie ein, diese Andacht wie jede christliche Andacht zu feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich lade die ein, die nicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mitdenken wollen, auf ihre eigene Art und Weise ihre Gedanken mitzudenken. Klagen an, verbinden aber auch Hoffnung. Ich will einen Hoffnungspsalm lesen. Psalm 126. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Gott heilig. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Gott heilig. 25 Jahre ist Tschernobyl her, wenige Wochen das Unglück von Fukushima. Beides jetzt als Super-GAU klassifiziert. Wieder haben Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Wieder sind Boden, Wässer, Gewässer verstrahlt auf unendlich lange Zeit. Wieder herrscht Ungewissheit darüber, welche Folgen noch auf uns zukommen werden, über die Nahrungsmittel, über Regen, der demnächst fällt. Angst und Wut waren die ersten Reaktionen. Aber auch Aufbruch und Neubeginn. Unter Bürgerinnen und Bürgern, zum Glück auch auf politischer Ebene. Unvorstellbar, beschämend, dass es dazu eines zweiten Gaus bedurfte. Wir hatten genug Gelegenheit, über das nachzudenken, was passieren kann. Christinnen und Christen sprechen von Umkehr und von Buße, alte Worte, die heute neu ins Bewusstsein von uns Menschen dringen. Als wir dann an der Grenze mit einem Detektor abgetastet worden sind, war uns klar, irgendetwas Schlimmes muss passiert sein. Ihr habt vorhin alle gehört, wie viele Tote zu beklagen waren. Es gibt eine neue Studie von der Ärztevereinigung IPPNW, die sagt, dass von den 800.000 Liquidatoren 90% Invaliden seien und schon bis zu 125.000 verstorben. Es sei zu befürchten, dass es schon mehr als 10.000 Fehlbildungen in Europa gegeben habe nach Tschernobyl. Weil viele Tausender Kinder, die totgeboren wurden oder als Säuglinge starben oder die mit Fehlentwicklungen und Erbkrankheiten zur Welt kamen, die es unter normalen Umständen nicht bekommen hätten. Und noch heute leben ja 5 Millionen Menschen in diesem verstrahlten Gebiet. Tschernobyl ist noch lange nicht vorüber. Christinnen und Christen glauben, dass wir Geschöpfe Gottes sind, wie die uns umgebende Natur auch. Gott hebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen. Vielen Dank.